Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf Star Wars Basis. Am Mittwoch kam hier die 12. Folge der 3. Staffel von The Bad Batch raus, genannt Juggernaut, mit der ich persönlich ziemlich viel Spaß hatte. Easter Eggs oder kleine interessante Details waren in der Folge meiner Meinung nach relativ wenig drin, weswegen ich darüber jetzt hier heute am Samstag kein eigenes Video machen kann. Aber ich arbeite momentan an ein, zwei weiteren größeren Videos, die noch nicht ganz fertig sind. Die werdet ihr wahrscheinlich ab nächster Woche dann zu sehen bekommen. Ich wollte euch heute aber auch nicht komplett ohne Video lassen. Die Folge von Mittwoch gibt aber eine Sache her, über die ich wirklich sehr, sehr gerne reden möchte. Und das ist der Cliffhanger am Ende natürlich. Spoiler jetzt für diese Folge Juggernaut, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Aber in der Folge wird Rampart vom Bad Batch aus einer Gefangenenkolonie des Imperiums gerettet und die wollen Rampart nutzen, um nach Tantis zu kommen, um da Omega wieder rausretten zu können. Das Problem ist, dass Rampart scheinbar selber nicht weiß, wo Tantis ist oder erstmal ein bisschen so schwer zu kriegen spielt, um denen nicht sofort alle Informationen zu geben, um sich weiterhin nützlich zu machen. Und Rampart sagt: Ich kann nicht genau sagen, wo Tantis ist, aber ich habe eine Idee, wie wir zu Tantis kommen. Die Frage ist, was könnte er damit jetzt meinen und in welche Richtung könnten dann die nächsten drei Folgen und die letzten drei Folgen dieser Staffel gehen? Da habe ich die ein oder andere Theorie zu, um ehrlich zu sein, genau 5 Theorien. Und ihr könnt gleich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche von diesen 5 die richtige Theorie ist, was ab der nächsten Folge passieren wird. Um uns zu überlegen, wie Rampart die nach Tantis führen könnte, können wir uns anschauen, was auf Tantis passiert. Wir wissen, dass Tantis ein geheimes Labor für den Imperator ist, wo scheinbar das Klonen von machtsensitiven Wesen getestet werden soll. Und da ist Hemlock, der auch die Kontrolle über diese X-Klone hat. Es sind jede Menge verschiedene Klone da und an denen wird auch herumexperimentiert. Das gibt uns ein paar Anhaltspunkte, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was alles Rampart wissen würde und was nicht. Aber das Erste, was ich mir vielleicht denken kann, wäre, dass es in irgendeiner Art und Weise in Richtung Jedi geht. Dass Rampart weiß, da wird an Leuten mit hohem Midichlorianwert getestet und experimentiert und es ist momentan schwierig, an solche Leute ranzukommen, die einen hohen Midichlorianwert haben. Wenn wir also jemanden hätten, wenn wir jemanden finden könnten, der ein Jedi ist oder der sehr machtsensitiv ist und das als lukratives Ziel fürs Imperium darstellen, könnte es sein, dass das Imperium halt auch dann wieder dahin kommt und dass man so versuchen kann, in Richtung Tantis das Imperium wieder zu verfolgen. Da ist die Frage, wie kommt das Bad Batch jetzt an einen Jedi, den die als Köder nutzen können? Da gäbe es zwei Möglichkeiten, zum einen Ventress, die ja selbst sehr machtsensitiv ist und ja definitiv eine Liebesbeziehung mit Quinlan Voss in den Klonkriegen hatte. Vielleicht hat die Kontakt zu Quinlan Voss und dadurch Kontakt zu anderen Jedi. Oder noch direkter für The Bad Batch wäre natürlich Ganji. Den haben die in Staffel 2 vor Ärger gerettet und nach Kashyyyk gebracht. Das Bad Batch weiß sicherlich, wie man nach Kashyyyk kommt, wie man Kontakt zu Ganji aufnimmt und dann wäre nur die Frage, ob der sich irgendwie als Köder nutzen lassen möchte, um Tantis auffliegen zu lassen. Wir haben jetzt hier in Staffel 3 aber auch gesehen, dass ganz, ganz viele Story-Elemente teilweise aus The Clone Wars, aber vor allem auch aus The Bad Batch Staffel 1 und 2 wieder in die Story hier mit übernommen worden sind. Sei es jetzt Senatorin Rio Chuchi, die schon aufgetaucht ist, oder dieser Senator von Rexis aus Staffel 1. Wir haben Fennec, die nochmal aufgetaucht ist, Cad Bane nochmal aufgetaucht ist. Und generell wird hier sehr viel Bezug auf die ersten beiden Staffeln genommen. Da wäre natürlich Ganji aus Staffel 2 dann auch ein sehr, sehr guter Kandidat, um hier wieder mit aufzutauchen. Die Frage hier wäre halt, weiß Rampart von diesem machtsensitiven Klon, war der wirklich so weit eingeweiht? Da bin ich mir nicht ganz sicher und würde das Bad Batch dann wirklich einen Jedi finden, der bereit wäre, sich da als Köder einsetzen zu lassen und würde das Bad Batch das dann schaffen, die Leute hier zu verfolgen, die Imperialen dann zurück nach Tantis zu verfolgen? Ich glaube, da könnte dann ein zu großes imperiales Aufgebot sein, weswegen ich mir nicht so sicher bin, ob das so wahrscheinlich ist.
Dafür ist aber die zweite Theorie, die ich habe, meiner Meinung nach durchaus wahrscheinlicher. Denn wir wissen, dass Rampart sehr involviert mit den Klonen war. Da haben wir in Staffel 2 ja auch gesehen, dass er Befehle Crosshair gegeben hat und da generell auch dafür verantwortlich war, das Militär des Imperiums zu übersehen und auch die Klone langsam aber sicher abzurüsten. Deswegen kann ich mir schon eher vorstellen, dass Rampart in die Anfänge dieses X-Klon-Projekts mit involviert war und vielleicht darüber Informationen hat und weiß, dass das jetzt auf Tantis basiert ist. Aber mindestens einer dieser X-Klone reist ja durch die Galaxis, weshalb ich mir denken kann, dass diese X-Klone vielleicht auch außerhalb von Mount Tantis die ein oder andere Basis haben, zu der die fliegen können. Und vielleicht weiß Rampart ja davon. Und dann ist jetzt die nächste Folge die Mission, eine Basis dieser X-Klone zu überfallen und da entweder einen X-Klon dazu zu kriegen, dass der denen halt was verrät, oder da halt Daten zu finden, die die nach Tantis bringen könnten. Ich glaube, das könnte relativ wahrscheinlich sein, vor allem, weil uns das dann auch die Möglichkeit gibt, jetzt nochmal vor dem Finale mehr über diese X-Klone zu erfahren und das Finale dann für Omega und die Jedi-Kinder lassen könnte. Deswegen würde ich fast sagen, ist das für mich die wahrscheinlichste Variante. Aber es gibt da noch ein paar andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre Lama Su. Da haben wir auch schon gesehen, dass der in irgendeiner Art und Weise nach Tantis gebracht worden ist und da mit Hemlock geredet hat und ihm irgendwie geholfen hat, Nala Se dahin zu bekommen. Das heißt, Lama Su weiß ebenfalls von Tantis und wenn er nicht die ganze Zeit auf Mount Tantis ist, könnte er in der Galaxis irgendwo untergebracht sein, dass die dann in irgendeiner Art und Weise versuchen, Lama Su zu überfallen und Informationen aus dem rauszukriegen, was dann wiederum auch so einen Kreis zurück nach Staffel 1 schließen würde, wo Lama Su ja deutlich mehr vertreten war. Und genau so einen Kreis könnte man auch mit Tarkin schließen, was meine vierte Theorie wäre. Die Frage ist, ob Rampart das alles so weiß. Aber in einer der letzten Folgen haben wir ja gesehen, dass Tarkin selbst so ein bisschen rumschnüffelt bei Mount Tantis und da eigentlich wissen will, was da so abgeht. Tarkin scheint hier nicht so super involviert zu sein, aber vielleicht hätte Tarkin trotzdem noch die Koordinaten von Tantis. Dass das Bad Batch jetzt Tarkin überfällt und das aus Tarkin rausholt, ist nicht so wahrscheinlich. Aber es könnte sein, dass die irgendwie ein Büro von Tarkin überfallen und da versuchen, die Informationen rauszukriegen, bin ich mir aber auch nicht sicher. Und das Letzte, was vielleicht noch am unwahrscheinlichsten ist, wir wissen ja, dass dieses ganze Klonprojekt für den Imperator da passiert. Und deswegen weiß der Imperator wahrscheinlich selber, wo Tantis ist und seine engsten Berater vielleicht auch. Das heißt, die könnten irgendwo in Richtung Imperator rumschnüffeln, auf Coruscant in seine privaten Gemächer eindringen oder in den umgebauten Jedi-Tempel, der jetzt der imperiale Palast ist, und da versuchen, Informationen rauszukriegen. Wäre natürlich cool, wenn wir dann dafür den imperialen Palast sehen könnten. Aber die drei Jungs vom Bad Batch, die sind fähig, die können vieles machen. Aber ob wir Fans denen das wirklich abkaufen würden, bei Coruscant einzudringen und dann noch in wahrscheinlich eins der bestbewachtesten Gebäude zu kommen und dann noch in eins der bestbewachtesten Büros da drin oder Gemächer von Palpatine. Ja, das glaube ich eher nicht, dass es in die Richtung gehen wird, aber das wäre eine Möglichkeit, von der das Bad Batch Informationen bekommen kann. Es könnte auch in dem Wissen von Rampart drinstecken, dass das Ganze was mit dem Imperator zu tun hat, weswegen er sagen kann, hey, ich weiß hier, wenn wir Infos vom Imperator klauen, dann kommen wir auf jeden Fall nach Tantis, aber ich glaube eher nicht, dass das die Richtung ist. Am ehesten würde ich jetzt sagen, dass es Richtung X-Klone geht und die da irgendwie versuchen, eine Basis dieser X-Klone zu überfallen oder ein Schiff der X-Klone abzufangen oder eben, dass die einen Jedi nutzen als Köder und dadurch dann Informationen zu Tantis finden oder diesen Jedi dann halt nach Tantis verfolgen. Aber was sagt ihr? Was denkt ihr ist die wahrscheinlichste Theorie von den fünfen, die ich jetzt hier vorgestellt habe? Oder meint ihr, es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit, die Rampart hier ansprechen könnte, die wir in der nächsten Folge sehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass Ventress hier vielleicht auftauchen würde in den nächsten drei Folgen noch. Über die habe ich schon zwei ganze Videos über ihre volle Geschichte gemacht. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall rein. Ist jetzt hier in der Endcard mit einer Playlist verlinkt. Sind über 70 Minuten die beiden Videos zusammen.
Und da gibt's alles über Ventress, von ihren Anfängen bei den Nachtschwestern, über ihre Jedi-Zeit, ihre Zeit bei den Sith, ihre Zeit als graue Jedi, wie sie versucht hat, Dooku zu ermorden und einiges mehr. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.